So, dann wollen wir mal. Cool. Gut. Dann hätten wir das erledigt. Ja, Spiel vorbei, würde ich sagen. Und ja, das war dann. So, ne. Ich soll jetzt aufhören. Oder? So, jetzt haben die ihren blöden Satelliten. Jetzt ist die Frage, was haben sie jetzt davon? Vielleicht erzählen die mir jetzt später auch nochmal. Okay, kommen wir jetzt hier rein. Das habe ich irgendwas gemacht. Kommt nicht so eine blöde Spur. Nö. Da darf ich nicht. Dann nochmal draußen gucken, ob da irgendwas ist. Da, wo die Rakete quasi rauskam, da war ja nichts. Gucken, da ist nichts. Hier ist grün. Okay. Das muss ein paar Headcrabs. Ach, komm schon. Ha. Sonst ist hier wieder nichts. Was ist ein bisschen Strom? Kein Zombie irgendwo. Hier? Ja. Da unten ist bestimmt jemand. Ah. Lieber mal auf Nummer sicher gehen. Ah, so nicht. Oh ne, so nicht. Doch. Okay. Und hallo? Da war der Headcrab noch am Leben. So, was haben wir denn hier unten schönes? Da ist wieder ein Zug, hier ist wieder Wasser. Da ist so ein komisches Dingens. Hm. Mal gucken, ob was drin ist. Scheinbar nicht. Sonst ist hier irgendwie nur Schrott. Hier kann ich sicherlich weiterfahren. Oh, wir haben auch ein paar Minen, die ich bisher noch nicht so wirklich einsetzen konnte. Ja, wie gesagt, die Minen, ja. Pff. Was macht man mit denen? Man ist ja meistens nicht in der defensiven Position, wo man sagen könnte, ja, von hier kommen die Gegner, dann werde ich mir vorsichtshalber hier mal ein paar Minen knallen. Ist ja leider nicht so. So, ich will noch mal kurz hochfahren, jetzt die komische Leiter hier so. Kann mich da noch nicht ganz umgesehen. Hier ist nämlich noch ein Gang, der zerstört ist. Das ist gut. Was haben wir hier noch? Nicht weiter. Ja. Sieht doch vielversprechend aus. Na, ja, da komme ich da nicht weiter, okay. Ich dachte, da wäre jetzt ein Secret mit irgendeiner coolen Waffe oder so, aber. Na, sag mal. Nee, ist nichts. Okay, na gut. Dann gehe ich jetzt nach unten. Und weiter geht's mit dem Zug. Oh, steht sogar da, wie schnell ich fahre. 40,14 km/h. Nice. Ich fahre früher natürlich nicht so. Mal gucken, wie schnell das Ding wird.
Vielleicht schaffe ich ja 100. Warum nicht? Oh. Ich hab's kaputt gemacht. Der kann mich nicht stoppen. Oh. Das lief nicht so wie geplant. So, kann ich gleich mal hier untertauchen und gucken, ob ich irgendwie Schätze finde. Scheinbar nicht. Nein. Schauen wir uns mal um. Ich kriege nur Leichenteile rum. Was haben wir hier? Flasche. Oh, bisschen Munition. Okay, hier unten komme ich ja her. Also jetzt muss ich mal gucken, wo ich am besten weitergehe. Vielleicht kann ich ja hier irgendwie... Oh. Hm. Schade, war meine letzte. Hm. Hab ich denn ein bisschen? Nee, hab ich nicht. Ich glaube, die ist auf Entfernung ein bisschen präziser, die Pistole. Okay, da hängt einfach mal der Arm durch. Die Frage, kann ich darüber springen? Ich glaube eher nicht. Ich denke, ich werde mal hier unten irgendwo reinschwimmen müssen. Hier kommt ja irgendwie auch nicht vorbei. Da wo ist eine Treppe. Hier ist bloß Müll. Ah. Ich werde ja bloß da irgendwie langkommen. Genau, da war ja irgendwie nichts. Oder? Na halt, okay. Wohl, oder? Nee. Komm ich hier? Auf die andere Seite? Nee, sieht nicht so aus, oder? Nee. Das ist ein Aufzug, funktioniert nicht. Oh, hier kommt einer. Ist dunkel hier. Komm hier mal weg hier. Muss ein bisschen Luft holen, so. Oh, hier ist eine Leiter. Da geht's noch irgendwo. Okay, hier ist nichts. Wow. Zum Henker. Uncool. Gucken wir jetzt schon. Ja, damit. Ja. Dann krieg ich vor. Ja, nu? Leiter ist kaputt. Muss mal kurz. Tja, das hat mich nirgendwo weitergebracht. Hm. Unten lang ging es ja auch nicht. Irgendwie, sag mal, wie bisschen glitschig hier. Okay. Was haben wir denn hier eigentlich? Nicht wirklich viel. Hm. Jetzt bin ich wieder in derselben Position, oder? Ach, hier ist ja so. Doch, ich bin wirklich auf der anderen Seite, oder? Nee, Moment mal. Ich hab ne Idee. Wenn ich jetzt diese Fässer nehme. Das ist neu. Ist das noch irgendwie befestigt oder brauche ich einfach noch mehr? Ne, scheinbar brauche ich mehr von diesen Fässern. Sodass die dann quasi das nach oben drücken. So wie es scheint. Na, dann suchen wir uns mal so eine Fässer hier. Hier ist zum Beispiel noch eins. Ich brauche jetzt nicht so ewig viele. Ich brauche noch mehr. Okay. So eine Art von Physikrätsel ist natürlich auch neu. Also was gab es natürlich nicht. Also so eine Physik-Engine. Okay, das reicht aus. Oder? Ja, das reicht aus. Okay. Wenn ich irgendwie welche sind. Oh. Da war nur noch jemand am Leben. Bah.
Nicht. So viel zum Thema dazu. So. So, hier. Der ist tot. Bisschen. Oh, bisschen Medizin natürlich. So, Kiste. Oh, ein Rucksack. Brauche ich aber nicht. Okay, der Aufzug wird sicherlich nicht funktionieren. Ne. Ist noch jemand? Sieht nicht so aus. Na. Ich habe heute ein Glück hier mit dem Einstürzen andauernd. So, jedenfalls bin ich mal jedenfalls auf der anderen Seite. Das ist die Frage. Jetzt muss ich natürlich bloß wieder sehen, wie ich jetzt da oben hinkomme. Und wahrscheinlich muss ich einfach bloß so. Und durchtauchen. Und dann die Treppen benutzen. Wenn dann hier Treppen sind. Scheinbar nicht. Komm ich jetzt hier? Ich brauche irgendwie mal Luft. Ja, mal in der Ruhe. Alles cool. Alles cool. So. Was war denn hier? Jede Menge Unterwassergedöns. Hier arbeitet niemand mehr. Gucken wir mal hier rein. Ah ja. Okay. Verschlossen. Hier ist auch nicht mehr wie steht. Das ist Feuer. Das ist ein Hahn. Auf. Und cool. Der vielleicht? Okay. Das ist ja Quatsch. Wenn er. Naja. So. Frage mich, wo ich jetzt hier gerade gelandet bin. Jetzt sieht alles so verlassen aus, wenn hier schon seit 100 Jahren niemand mehr gearbeitet hat. Wow. Okay. Der hat sich mal einen Mittagssnack gegönnt. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mal. Ja, ich hab mal einen anderen Plan für die. Ja, den mit. Seht ihr, wie er lang schwimmt? Nee. Die Stelle mochte ich früher überhaupt nicht. Ich mag ja Granaten. Oh, das ist cool, dass der Soundeffekt so kommt, wenn die unter Wasser explodieren. So cool. So, jetzt muss ich den. Ich muss mal gucken, in Half-Life 2 konnte man. Okay, unter Wasser die Pistole benutzen. Genau. Hier allerdings auch noch. Jetzt muss ich den. Ja. Wahrscheinlich kann ich hier noch atmen, ne? Ich brauche Wasser. Zum Glück, ich brauche Luft, komm nicht. Ich kann mich auch noch erinnern, dass man an der Stelle im Spiel lag hier drin diese Armbrust. Das weiß ich noch. Innerhalb dieses Käfigs. Hallo. Did you see it? Nö. They claim it was hauled from the Challenger Deep, but I'm positive that beast hasn't swam in terrestrial waters until a week ago. There is a tranquilizer gun in the shark cage, but I'm not sure it would work on this particular species. You are more than welcome to try your hand. Ich denke, die bloß eine Möglichkeit hat rauszufinden. Right. Fat lot of good that PhD does me now, hmm? Nicht wirklich, würde ich sagen. So. Ich werde den sicher allerdings auch ohne dieses, ohne das Betäubungsgewehr erwischen. So. Dann, Simpson. Sieht das
anders aus. Okay. Kannst du mich jetzt ablassen. Ah, komm schon. Ist sie so. Ha. Hier drin kannst du mir auch nicht. Okay, das ist toll. War schon immer ein cooler Angler. Seid mit der Armbrust oder nicht? Haben wir irgendwas Schönes? Die Waffe habe ich auch selten benutzt, irgendwie komisch. So, okay. Dann habe ich die Dinger jetzt besiegt. Eine Armbrust. Oder halt Tranquilizer Gun, wie auch immer der das nennt. Okay. Na gut. Dann kann ich jetzt da weiter. Kann ich jetzt eigentlich hier rüber? Muss ich da rüber? Ich werde nochmal hoch zu Johnny gehen. Gucken, was der so sagt. Okay, Ding funktioniert. For a minute there, I thought you were done for. Now with that beast killed, you can continue forward. Okay. Dann mache ich das mal. Frau ist nur wohin? Hier unten? Oder war da unten noch irgendwas? Once through the flooded portion of the facility, you will practically be upon the Lambda Labs doorstep. Okay, naja, okay. Hier oben ist das natürlich nicht mehr und dann werde ich erstmal eine Runde baden. Mal gucken. Ach stimmt, genau. Ich muss ja hier am Rad drehen. Dann kann ich jetzt auch diese blöde Tor öffnen. Dann kann er durch. Aber erstmal noch kurz mal Luft holen. Und weiter schwimmen. Haben wir noch irgendwelche von diesen Dingern? Nein. Ich glaube, das war auch das einzige im Spiel. Also die einzige Stelle, wo sowas vorkam. Glaube ich jedenfalls. Jetzt kann ich mich noch. Okay. Jetzt kann ich mich noch an der Stelle erinnern. So. Und wieder schön Ladebildschirm. Kommt doch, glaube ich, nicht mehr so wirklich so eine Stelle, wo man so viel schwimmen musste. Glaube ich jedenfalls. Oder? Halt, wäre auch doof. Ich finde, Half-Life ist so ein Spiel, wo sich diese, sag mal, Passagen so abwechseln. In vielen Spielen hat man ja zum Beispiel, oh ja, jetzt kommt wieder eine Kletterpassage oder oh, hier kommt wieder eine Fahrzeugpassage oder sonst irgendwas. Oh. Das war, glaube ich, bei Half-Life nicht so. Also, das hat sich dann doch weg ganz gut durchmischt, also dass so eine Passagen nicht zweimal vorkam oder so. Also man hat jetzt diese Zugphase, man hat jetzt hier diese, ich weiß keine riesen Unterwasserphase, aber halt sagt man so ein bisschen unter Wasser, warte. Okay, irgendwas. Ich glaube, hier ist so ein Ding unter Wasser, oder? Mal gucken. Oh. Ja, der Kimbock. Können wir mal kurz runtertauchen und gucken, ob hier so einer ist. Sieht nicht so aus. So, okay. Da stürzt ein bisschen rein. Ich finde es auch ganz cool, dass sie quasi die Half-Life 1 dann nicht 1:1 wirklich quasi nach auch gebaut haben. Sind auch so ein paar Sachen mit der Physik Engine so eingebaut haben, wie zum Beispiel vorhin mit dem komischen Ballons hier, also diesen komischen Kanistern. So eine Sache zum Beispiel, das ist ganz nice. Aber ansonsten ist es, glaube ich, sehr groß. War natürlich inspiriert, aber ist ja auch, sag mal, ein Remake, wenn man so will. Ah, wollte nicht.
Wagachi-Man. Ich hoffe, das ist irgendwie cool. Jetzt viele Neuigkeiten auch mal. Oh. Genau, die streut nicht so krass wie immer in den Vorgängern. Das finde ich eigentlich ganz nice. So, drin liegt noch Anzug Energie. Ich werde das sicherlich nicht so einfach aufspringen können. Oxygen. Okay. Vielleicht kann ich die ja irgendwie. Also, ich könnte eine Granate da hochschmeißen. Die liegen ja noch. Oh. Wow. Sind diese Sprengsätze oder was ist das? Gut, jetzt mal da hochglitschen, oh. Ah, sind diese Sprengsätze, also. Komm ich da rüber irgendwie? Hm. Alter, ich bin ja da am Glitschen, ist ja der Wahnsinn, also. Ist die Frage. Wenn ich mir sowas bauen muss, um da hochzukommen, oder ob ich einfach rüberglitsche. Nice. Bringt das Ganze so nicht. Tja, bringt das Ganze Skyrim-Spielen doch irgendwas. Wenn kaum ein Spiel muss man mehr rumglitschen als in Skyrim oder Oblivion oder damals bei Morrowind schon. Nein. Aber genug der Geschichtsstunde. Oh, ouch. Nice. Okay. Hier haben wir einen Zauber rum. Und keiner ist da. Hä? Komm, die Schildert. Gordon Freeman. It is you, isn't it? The science team has been tracking your progress with the Black Mesa security system. Unfortunately, so has the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, so you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. In Nordafrika? So far. Okay. Sieht kalt aus.